Okay. Das sieht aus wie so ein Gesicht. Das sieht aus wie ein gespiegeltes Gesicht. Aha. Hier ist eine blaue Tür. Oh. Was ist das denn? Statue? Ein Ankh. Können wir den mitnehmen? Wie, das Licht geht aus. Okay. Steht was auf der Statue? Da gibt es nichts zu lesen. Was ist das hier? Nee, Statue. Nö, hier ist sonst nichts. Das heißt, ja, wir haben einen Ankh bekommen. Danke, Anke. Blöder Gag. Okay, was auch immer wir mit dem Ankh anfangen. Wir können mal in die rechte Tür gehen. Einfach nur mal zum Gucken, weil, wie viel Sauerstoff haben wir noch? 51 Minuten, das sollte lang. Oh, ist die süß. Die ist süß, die süß. Nur so 6 oder 7 Pixel. Süß. Süß. So, dann gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Es sieht aus wie eben. Mit einer gelben Tür. Oh. Ah. Wie passend. Also hier ist irgendein Gerät. Irgendeine komische Dings hier. Und ja, ich würde sagen, Wandtafel. Können wir die lesen? Hier ist eine Erhebung in Form eines Ankh. Benutze Ankh in Wandtafel. Okay. Dann nehmen wir mal den großen Schlüssel und nehmen wir den goldenen Schlüssel. Hoppla, der zerfiel glatt zu Staub. Mist. Ob es hier einen Schlüsseldienst gibt? Was ist das hier? Glasröhre? Ich komme nicht ran. Okay, eine Glasröhre, ein Knopf. Ja, sollen wir den drücken? Ich würde sagen, den drücken wir mal. Drücke Knopf. Okay. Ups. Guten Tag. Unser Volk verließ diese Dimension vor etwa 50 Jahrtausenden. Wir Skolarianer waren eure Wächter. Wir wussten von den Kapioniern und unternahmen alles, um euch zu schützen. Sie wollen die Erde mit ihren tödlichen Maschinen unterwerfen. Wir sandten euch die seltsamen Träume. Ihr müsst unser Gerät zusammenbauen, um den kaponischen Angriff zu stoppen. Mit diesen Schlüsseln kommt ihr an den weißen Kristall. Beeilt euch, bevor sie euch stoppen. Guten Tag. Unser Volk verließ diese Dimension vor etwa 50 Jahrtausenden. Ich glaube, jetzt wiederholt sich das. Ja, die Skolarianer waren die Wächter. Ich kann hier keinen Knopf mehr drücken, oder? Weil diese tolle Maschine, die einfach nur Projektion. Die ist Glasröhre? Gut. Hier gibt es also nichts außer diese Projektion. Immerhin hat die uns gesagt, wir müssen mit den Schlüsseln, ich nehme mal stark an, dass auf der anderen Seite mit der Marsbahn, dass dort höchstwahrscheinlich, wenn wir beide Schlüssel hätten, den großen haben wir ja nicht mehr, dass wir dort dann weiterkommen würden. Würde ich mal so spontan vermuten. Das heißt, jetzt haben wir nur noch eine Tür übrig. Och. So. Schalt ein, Rekorder. Wiedergabe. Tür offen. So. Oh, ich hab... Ah, okay. Okay. Ja, eine gelbe und eine andersfarbige Tür. Gibt's noch mehr Türen? Eine grüne Tür. Eine blaue Tür. Oh, und noch eine Tür. Okay. Wenn ich da zurückgehe, komme ich wieder... Ich komme wieder hier hin. Ja, theoretisch müsste man sich jetzt natürlich eine Karte machen. Mal sehen, grün?
Aha. Gelb. Muss ich jetzt eigentlich immer nur durch eine Farbe gehen? Gehen wir jetzt einfach mal nur durch Gelb. Mal gucken, wo wir hinkommen. Ha. Und die Frage ist, sollte ich speichern? Kann es sein, dass ich hier irgendwie... Okay, Gelb war also nicht so gut. Lieber mal speichern, nicht, dass wir hier noch sterben und dann das Spiel nicht mehr beenden können. Ha, Gelb war ich doch eben schon. Okay, das wiederholt sich also tatsächlich. Okay, gehen wir mal durch alle blauen Türen. Ach, mein dämliches Etikett da hinten nervt. Da ist noch eine blaue Tür. Gibt es hier noch irgendwo eine blaue Tür? Hier ist noch eine blaue Tür. Auch keine blaue Tür. Hier gibt es keine blaue Tür. Gehen wir geradeaus. Oh. Ah. Ah, das ist die Zeichnung, die wir brauchen. Seltsame Zeichnung. Lies Einkerbungen. Okay, da beim Fuß ist was und da im Inneren ist das. Das ist doch die ägyptische Sphinx. Lies seltsame Zeichnung. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Das ist ein großer und ein kleiner Kreis. Quasi. So, 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 so. Ups, jetzt habe ich die Wand angemalt. Egal. So, okay, gut. Und einmal, lies Karte. Eine uralte Karte von der Erde! Okay. Labyrinth. Gehen wir mal nur durch die pinken Türen. Mal gucken, wo wir hinkommen. Da ist noch eine pinke Tür. Da ist noch eine pinke Tür. Ich hoffe, wir gehen nicht im Kreis. Da ist noch eine pinke Tür. Da ist noch eine pinke Tür. Da ist noch eine pinke Tür. Ich glaube, wir laufen im Kreis. Ich glaube, ich bin noch nicht durch die grünen Türen gegangen. Grün. Nochmal grün. Nochmal grün. Nochmal grün. Nochmal grün. Nochmal grün. Laufe ich hier schon wieder im Kreis? Grün. Grün. Ich mal da längs. Was, wenn ich wieder da längs gehe? Obwohl, hier ist die grüne Tür auf der anderen Seite. Hier ist die grüne Tür wieder da. Da waren wir also wahrscheinlich schon. Ah, da geht's nicht weiter. Also doch grüne Tür. Dann gehen wir da längs. Da geht's nicht längs. Gar nicht so einfach. Oder hier vielleicht durch die grüne Tür? Nee, da waren wir, glaube ich, schon. Ich gehe hier längs. Ich habe mich verirrt. Nein, nicht durch die blaue Tür. Geh geradeaus weiter. Nein, geh geradeaus weiter. Immer weiter, immer weiter. Geh dadurch. Ha, komme ich wieder raus? Ich glaube, wir müssen irgendwo rechts links. Nee, wir gehen ja die ganze Zeit schon rechts. Links müssen wir irgendwo längs. Dadurch? Hier geht's aber nicht längs. Okay, das ist aber ein langer Gang. Grüne Tür. Steig hier noch nicht durch. Hier ist eine Tür. Kommen wir hier? Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. Ja, wir sind wieder draußen. Okay, gut. Ja, aber das Problem ist, die beiden Mädels würden hier irgendwann sterben, wenn sie keinen Sauerstoff kriegen. Das heißt, ich muss die mal wieder in den Bus verfrachten. Das heißt, die müssen mal wieder Sauerstoff tanken. So, ab in den Bus mit dir. Dann zu Leslie wechseln. Die nimmt wieder die Leiter. Die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. So, du musst jetzt da links gehen, weil anderes kommst du da nicht raus. Und dann geht sie einmal nach draußen zum Bus.
Ja, denn jetzt haben wir für die Sphinx und für Zack die Kombination, wie er da durchkommt. Ich weiß nicht, wo wir noch irgendwas zeichnen können, aber wir haben ja zwei Zeichnungen gefunden. Ich weiß nur nicht, wofür die zweite Zeichnung ist. Naja, werden wir schon rausfinden. Wir brauchen erstmal den Kristall, den Zack finden kann. Schließe Tür. Nimm ab Helm. Ich hab den Helm abgenommen. Lies Helm. 42 Minuten Sauerstoff. Benutze Sauerstoffmann. Nun ist mein Sauerstofftank voll. Nimm ab Helm. Benutze Sauerstoff. So. Die beiden sind jetzt erstmal wieder safe. Das heißt, wir können safe zu Zack zurückgehen. Und können mit Zack einmal, Zack muss sein Vermögen wieder aufbrauchen, indem er einmal den Kristall besorgt in Ägypten. So, hier längs und hier längs. Und irgendwann müssen wir... finde ich hier die Zivilisation wieder? Da links? Vielleicht da links? Oh nein, hoffnungslos verlaufen. Das ist aber, glaube ich, normal hier. Oh, komm schon. Irgendwo müssen wir doch wieder rausfinden. Zack, gib dir Mühe. Der Flughafen ist hier irgendwo. Ja, da ist er. Ha. Was steht hier auf dem Zeitungsautomaten? Abgelegener afrikanischer Stamm betet außerirdische Vorfahren an. Dann, dann, da. So. Benutze Ticketautomat. Und dann fliegen wir einmal nach Kairo zurück. Ach, nach Kathmandu kann man von da aus auffliegen. Aha. Gut, dann geht's einmal hier durch. Einen angenehmen Flug später. So. Sind wir zurück in Ägypten. Das heißt, einmal wieder zur Sphinx. Und einmal mit dem gelben Stift am Fuß der Sphinx ein wenig herumgemalt. Benutze gelber Buntstift auf seltsame Zeichnungen. Die Zeichnungen sind übrigens jedes Mal anders, hab ich gehört. Das heißt, wenn ihr jetzt hier einfach die Zeichnungen seht und sagt, oh ja, cool, dann kann ich das auch so einfach durchspielen. Ihr müsst es tatsächlich alles selber zeichnen. Fertige Zeichnung. Ja, würde ich sagen, hat funktioniert. Geheimer Eingang. So. Oh. Okay. Was ist? Hier gibt's wieder nichts. Gucken wir mal, wo das hinführt. Okay, da ist ein Schiff drüber. Gibt's noch andere Eingänge? Da ist eine Sonne und ein Tänzer. Mal sehen, was haben wir sonst noch? Nö, das war's. Schiff oder Sonne? Ich würde sagen, draußen scheint die Sonne. Gehen wir zur Sonne. Mal sehen, hier ist wieder die Sonne und ein Tänzer. Gibt's hier noch mehr? Nein. Schön zur Sonne gehen. Drei Tänzer und ein Tänzer mit Sonne. Ich glaube, der eine Tänzer mit Sonne ist besser. Gibt's sonst noch was? Nö. Dann gehen wir zu dem einen mit Sonne. Schwupp. Da sind drei Tänzer? Nein. Wir sind nicht so die Tanzleute. Wir sind nicht so die Tanzmaus. Da ist ein Schiff. Da ist wieder die Sonne. Gehen wir zur Sonne. Hier ist wieder ein Schiff. Bitte, bitte, Sonne. Sonne, ja, Sonne. Okay, hoffentlich sind wir jetzt nicht wieder am Anfang. Okay, hier geht's wohl nur geradeaus durch. Ah, da war eine Sonne. Habt ihr gesehen? Da war eine Sonne. Da sind Tänzer, da ist Dings und Sonne. Gibt's denn sonst noch irgendwas? Nö. Dann geht's wieder zur Sonne. Wir folgen der Sonne. Hier wieder drei Tänzer. Früher haben wir uns tatsächlich Karten davon gezeichnet. Wo man dann auf Papier gemalt hat, wo man längs geht. Oh, ich glaube, die Tür mit den Augen ist neu.